Hallo, Kelly aka Mrs. Vlog hier und ich bin hier mit einem ganz speziellen Gast, der ganz gechillt drauf ist. Und zwar Chaos Freak! Yeah, hallo! Yeah. Yeah. Oh, was ist süß manchmal, wirklich. Okay. Oh, mir ist schon richtig warm, ey. Mir auch nicht, ich weiß auch nicht, was los ist. Ich glaube, das bist du. Okay. Von ihm. Und willkommen zu einer neuen Folge. Kelly kommentiert Kommentare. Oh, mega geil. Okay. Wolltest du das schon immer mal machen? Ey, ich wollte das ernsthaft. Ich wollte das schon immer mal machen. Ernsthaft jetzt. Das Lustige, Leute, ist, ich habe damals mit YouTube angefangen. Da gab es Kelly schon richtig, richtig lange. Ja, stimmt. Einmal hat meine Cousine mitgemacht, einmal Alblali und jetzt du. Also was? Voll wenige erst. Das heißt, ich habe die Ehre. Ja. Du hast die Ehre. Oh. Jeder liest abwechselnd einen Kommentar vor und derjenige, der am meisten lachen muss, der hat verloren und dann darf der andere auf dem Profil des jeweils anderen irgendwas Peinliches posten. Easy. Denkst du, du musst lachen? Nein, komm, du packst das easy. Ich muss diese Jacke ausziehen. Mir ist einfach zu warm. Ziehst du mich auch aus? Zieh mich auch aus. Geil. Du darfst nicht gucken. Ach so, sorry. Also, ich würde dich schon küssen. Mhm. Ich würde dich auch zwischen die Beine küssen. Und danach so hart ficken, dass du am nächsten Tag nicht mehr laufen kannst. Diesen Kommentar könnte ich verfasst haben. Ist echt so. Das ist die Wahrheit. Arafat Abouchaka. Scheiße, habe ich jetzt schon verloren. Was ist das für eine Hurentochter? Warum schreibt er sowas? Guck nicht, du darfst nicht gucken. Okay, Leute. Bleib doch einfach beim Schwanzlutschen. Du unrechtes Opfer. Aber warum sind alle deine Kommentare irgendwas mit Sex, Schwanzlutschen, hart gefickt werden? Hä? Was ist eigentlich mit den Girls da draußen? Warum schreibt ihr mir nicht solche Sachen? Ey, ich würde sofort drunter schreiben, ja, kann ich gerne machen. Ja, eben, deswegen machen sie es wahrscheinlich nicht. Oh, das war voll beleidigend, das habe ich gar nicht beleidigend gemeint. Oh, shit. Kelly, ist es jetzt gerade dein scheiß Ernst? Ich kann voll nicht so laut schreien. Chaos, ist es jetzt dein scheiß Ernst? Oh mein Gott, wenn wir uns streiten würden. Wir würden einfach nur lachen die ganze Zeit. Ich glaube, das würde nicht funktionieren. Das würde auch echt nicht funktionieren. Das ist genial. Der Name erstmal Biballer Geldzähler Hans. Mhm. Er heißt Biballer Geldzähler. Ich werde dich finden und erschießen, du krankes Stück Scheiße. Ganz ehrlich, wie kann man nur so geistig behindert sein wie du? Und man merkt, warum du keinen Freund hast. Natürlich, wenn du einen hättest, er würde Suizid begehen. Das ist... Der Typ ist echt ein Hurensohn. Also, weißt du, das Problem ist einfach, wir sind zu witzig. Wir finden uns auch beide gegenseitig einfach zu... Guck nicht! Warum poppen wir nicht einfach miteinander? Weil wir nur lachen würden. Meinst du? Lass mal ausprobieren kurz. Komm. Ja, wir haben es ausprobiert und haben gemerkt, dass wir echt lachen. Okay, weiter geht's. So was Nerviges, wer besteigt sowas? Nee. Ja, nur weil du es gerade gemacht hast. Du bist der Depp jetzt. Mein Gott, was hast du für fucking Kommentare hier? Was ist das? Es ist so schlimm. Was hat der gesagt? Ich muss lachen, weil ich lachen muss. Ich hab noch nicht gelacht. So, du behinderte Schlampe. Bitte geh dich erschießen. Du bist das perfekte Beispiel für dumme Menschen. Ich frag mich echt, wie man so eine Missgeburt sein kann. Wie du. Ey, hört auf, die Kelly so zu beleidigen. Ich werde euch finden. Oh. I swear. Stay focused. Ich werde euch finden und ich werde euch töten. Oh. Wollt ihr Kelly eigentlich... Geiles Fickmonster. Irgendwie kann ich es verstehen, weil ohne Witz, irgendwas macht dich echt extrem interessant für Männer, auch irgendwie auch sexy in den Videos. Männer eigentlich schon. Warum willst du das? Stein Papier. Das war so der unschuldigste Kuss, den ich in meinem Leben jemals hatte. Ohne Scheiß. Ich dachte, das passiert jetzt nicht.
Ey, das war echt für mich gerade so ultra wie ein Lauf. Ich auch. Das heißt ja eigentlich Business is booming und sie hat geschrieben Gayness is booming. Michelle, du. Ich hab nur noch einen. Okay, den letzten. Den letzten. Und wenn du lachen musst, dann hast du automatisch verloren. Okay. Okay? Echt? Ja. Okay, pass auf. So ein Hurensohn. Du kannst nicht singen und der Text reimt sich total. Spaß! Es reimt sich nichts, du kleiner Hurensohn! Geh dich vergraben! Ich weiß ganz genau wo sogar, weil unter meinen scheiß 1 Million. Ja, da habe ich auch geguckt, weil nur da gab's scheiß Kommentare. Warte, Lukas Kehl, Grüße an den lieben Lukas Kehl. Lukas Kehl! Ich hoffe... Du stirbst. Nein, nicht... Hey! Ich hoffe, du bekommst so einen komischen Eiterpickel zwischen den Zehen und immer wenn du läufst, dann quetscht er sich selbst aus. Oh mein Gott, was? Wie geil ist das denn? Was? Und er wächst immer wieder nach. Oh mein Gott, was? Ich darf was auf deiner Facebook-Seite posten. Schreibst du eigentlich? Darf ich es lesen? Würde es meinem Image schaden, wenn ich endlich zugeben würde, dass ich in Simon Desse verliebt bin? Ich halte es nicht mehr aus. Outing-Video kommt um 18 Uhr. Das ist schlimm. Blöde Schlange. Wir haben bei Chaos Freak auch ein Video gedreht, das ist direkt der erste Link in der Beschreibung. Da haben wir Fragen beantwortet und da ist es auch heiß hergegangen. Ja, das ist heiß hergegangen. Uns beiden. Also schaut da auf jeden Fall mal vorbei und lasst einen Daumen hoch da, weil er will 100.000 Euro. Ja, okay. Und dann würde ich mal sagen, danke fürs Zusehen, oder? Ja, tschüss. Jetzt können wir endlich backpacken, komm. Ja. Let's go.